Wenn Billy wirklich tot wäre, dann hätte er eine größere Abschlussszene erhalten. Obwohl ich euch nicht sagen könnte, wie er das überlebt hat. Und vor allem das, was noch kommt. So ein Mist. Das unfein jetzt. Ich hoffe, das ist nur der eine. Scheiße. Es sind tatsächlich zwei. Aber na gut, das geht noch. Wenn sie uns einmal erwischen, erwischen sie uns halt einmal. Da werde ich bestimmt keine Magnum-Munition für verschwenden, für Zombies. Ja, das ist Blödsinn. Wenn vielleicht doch erst die Pistole holen sollen, wenn ich nachgedacht hätte. So, hier haben wir jetzt Granaten. Das hier dürfte Magnum-Munition sein. Oder ein Kräutermix, das kann natürlich auch sein. Nein, können sie nicht tragen, warum? Hey, sollten wir hier nicht Magnum-Munition finden oder liegt die hier bei der Tür? Hey! Ich bin jetzt nicht wegen ein paar Granaten hierher gekommen, oder? Ach, nö. Dann nehme ich jetzt nochmal Heilung mit. Scheiß auf diese 15 Schuss. Nehmen wir hier den Kräutermix noch mit. Wenn wir denn nun schon mal hier sind. So, und dann zurück vorbei an den Zombies. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Scheiße, Leute, tut mir leid. Ich dachte, hier liegt noch Magnum-Munition. Habe ich falsch gedacht. Ich habe mich irritieren lassen von diesem einer Magnum-Schuss, den wir da irgendwo eingesammelt haben. So, das war der erste. Der zweite ist hier. Das ist unsere Chance. Das war sehr nett von ihm, dass er jetzt da so um die Ecke gelaufen ist. Dann können wir jetzt wieder zurück. Es wird Zeit, die gute Rebecca wieder mit Billy zu vereinen. Und in meinem Kopf klang das wesentlich besser und nicht ganz so schmutzig. Ja. Wenn denn diese Animationen nicht wären, dann würde das alles viel schneller gehen. F, 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 F. So. Mit der Seilbahn zurück. Da haben wir natürlich dann auch wieder eine schöne Animation. Und dann müssen wir zum Fahrstuhl zurücklaufen und dann mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Natürlich auch mit Animation alles. Seufzt. Hier hatte ich aber nichts mehr liegen, ne? Bevor ich jetzt hier nochmal wieder herkommen muss. Farbband und da oben liegt der Greifhaken, den ich niemals wieder benutzen muss. Du kannst mich mal, verdammter Greifhaken. Leckst mich am Arsch. Hallo, mein Freund. Der erwacht auch nicht zum Leben, also zu keinem Zeitpunkt des Spiels und hat aber auch keine Notiz und nichts dabei. Der sitzt einfach nur darum mit der Magnum in der Hand. Einer voll geladenen Magnum wohlgemerkt. Das heißt, er hat sich nicht den letzten Schuss verpasst.
Denn sonst wäre die Magnum ja nicht voll geladen. For convenience sake, wie man so schön sagt. Also aus Gemütlichkeit packen wir die Magnum hier draußen hin. Dann müssen wir einen Ladebildschirm weniger durchstreifen. So, wir müssen uns jetzt natürlich noch hier. Ah, verdammt. Hier. Unsere Pistole und das Schrotgewehr wiederholen. Denn vor allem die Pistole werden wir jetzt nochmal brauchen, weil wir jetzt im letzten Gebiet, das wir dann über Ebene 4 erreichen, im Fahrstuhl, dann doch nochmal ein paar Zombies treffen. Ich finde es gut, dass hier immer noch kein Monster gespawnt ist. Die Plattform. Ah, ich könnte hier jetzt wieder runterfahren, aber jetzt wissen wir ja schon, dass der Tyrant nicht mehr in seinem Tubus steckt. Also von daher ist das so ein bisschen witzlos. Ich finde es schade, es gab nicht mal irgendwie ein Dokument oder sowas, das den Tyranten angekündigt hat. Der war einfach, plups, ich bin da, plups, ich bin tot und das war's dann. Es ist ein bisschen sehr schade, finde ich. Also das hätten sie ja wenigstens machen können, dass sie da, dass wir vorher irgendwie ein Dokument finden, wo sie über ihre Tyrantenforschung reden und dieser Proto-Tyrant oder T001. Weil der aus dem ersten Resident Evil, das war ja T002, da erinnern wir uns ja. Von daher haben sie wohl gedacht, da muss es ja auch einen ersten geben und dann hauen wir den hier einfach mal rein. Da liegt das Gewehr, aber das kann ich natürlich wieder nicht aufheben. So. Dass man irgendwie irgendeine Art von Hinweis darauf findet, dass dieses Ding überhaupt existiert. Das ist sogar für diesen gottverdammten Skorpion haben wir ein Dokument gekriegt. Wir werden noch ein Dokument finden, soweit ich mich erinnere, oder irgendwas zu diesem absolut bescheuerten Tausendfüßler. Aber der Tyrant, ja, Tyrant, T-Virus, Tyrant-Virus, das absolute Nonplusultra der Umbrella-Virenforschung, ja, das wird mit keinem Wort hier irgendwo mal erwähnt. Warum auch? Resident Evil Zero ist auch so ein Spiel, das hätte kein Prequel sein müssen, weil als Prequel zu Resident Evil macht es einfach keinen Sinn, ja. So als Standalone-Titel irgendwo später in der Reihe mit dieser Egelforschung und alles, okay. Aber ein Prequel, das soll eigentlich erklären, wie bestimmte Sachen in der ersten Geschichte, wie das zustande gekommen ist und so ein paar offene Fragen klären und Hintergrundinfos geben. Und das macht Zero so überhaupt nicht. Zero tut so, als wäre es ein Prequel, erzählt aber eigentlich seine völlig eigene Geschichte und widerspricht dabei auch noch etablierten Ereignissen aus dem Hauptspiel. Und sowas geht bei einem Prequel einfach nicht. Das kann man nicht einfach machen. Weil das unterminiert den ganzen Sinn eines Prequels. Warum sollte man überhaupt einen Prequel, also einen Vorläufer, einen Vorgänger machen, wenn man sich dann so überhaupt nicht mit der Hauptstory befasst oder irgendwelche Hintergründe aufklärt, sondern stattdessen irgendwelchen neuen Scheiß zusammenspinnt, der überhaupt keinen Sinn macht. Was soll das? Jetzt sind wir wieder auf Ebene 3. Hier haben wir ja gegen den Tyranten gekämpft. Oh Graus, oh Schreck, er ist weg. Aber wir können jetzt hier wieder rein. Hat der Tyrant freundlicherweise für uns aufgemacht. Denn natürlich war das noch nicht unser letztes Treffen. Das Problem ist nur, ich habe keinen Platz für die Granaten. Ich kann die vielleicht bei Gelegenheit nochmal zusammensammeln. Eventuell nach dem Ende der Aufnahme, weil ich inzwischen, wenn ich so gucke, wir haben noch etwas weniger als eine halbe Stunde.
glaube nicht, dass wir das Spiel in der Zeit noch durchkriegen. Ich denke, eine knappe Stunde brauchen wir schon noch. Ungefähr. Vielleicht auch weniger. Ich habe mich in der Vergangenheit da schon häufiger mal geirrt bei solchen Zeitansagen. Und jetzt fahren wir runter zur Ebene 4. Es wird Zeit, den Plot fortzusetzen. Und das Lächerliche, das Unlogische, das Surreale auf die nächste Ebene zu hieven. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Das Einzige, was ihn davon abhält, seine Rache zu nehmen, ist die Tatsache, dass er sich jahrelang da in diesem Keller aufhält und auf irgendwelchen Monitoren irgendwelche Sachen beobachtet, statt einfach mal mit dieser ganzen Rachegeschichte anzufangen. Ah, damit entspricht sein Kompetenzlevel dem eines üblichen Umbrella-Angestellten, von daher ist das dann alles wieder passig. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das gerade war. Es könnte ein Lurker gewesen sein. Vielleicht war es auch ein Neptun. Oder vielleicht war es auch ein übergroßer Igel. Man weiß es nicht. Diese Kreatur, das Einzige, was irgendwie im Kontext des restlichen Spiels noch Sinn machen würde, wäre ein Lurker. Aber man hat es halt nicht erkannt. Man weiß es nicht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Lurker war. Was ist ein Lurker, fragt ihr, werdet ihr noch erfahren. Davon gibt es nämlich genau ein, maximal zwei im Spiel. Das war die falsche Tür, so ein Mist. Und die werden wir demnächst dann auch treffen. Gut, dann auf die andere Seite. Ihr seht vielleicht, wir sind hier in einem riesigen unterirdischen Staudamm. Und wer von euch schon mal so einen Staudamm gesehen hat, der weiß, wie absolut riesig gigantisch diese Dinger sind. Und jetzt erinnert euch bitte, wir sind hier jetzt weit unterhalb von William Birkins Labor, das weit unterhalb von der Kanalisation von Raccoon City liegt, die ja unterhalb von Raccoon City liegt. Wie tief haben diese Idioten hier gebohrt? Und vor allem, warum zur Hölle weiß niemand davon? Und das Ding, da können wir nicht einsammeln, aber wir markieren es mal auf unserer Karte. So. Habe ich meine Molotovs dabei? Ja, habe ich. Okay. Dann ist ja gut. Hier irgendwo sind nämlich noch Leech-Zombies. Ich weiß nicht mehr genau, ob das hier in dem Bereich noch war. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Ja. Wer von euch schon mal einen Staudamm gesehen hat oder weiß, was ein Staudamm ist, der weiß auch, wofür der benutzt wird. Denn mit einem Staudamm, da staut man ja nicht einfach nur Wasser. Man benutzt das Ganze ja auch, um Elektrizität zu erzeugen. Und deswegen haben wir hier natürlich keinen Strom in diesem Kraftwerk. Wieso auch? Das würde ja Sinn machen. Ohne Worte. Was? Oh. Da fehlt was. Scheiße. Leute, warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ich meine Munition nicht mitgenommen habe? Och nee. Wie viel Schuss habe ich jetzt? 45. Gut, dann machen wir damit jetzt erstmal weiter. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt sowas von egal. So, hier machen wir jetzt das Stromnetz an. Stromzufuhr für den Dammbereich. Punkt für Stromzufuhr angeben. Jeder bis zu 2 Punkte entfernte Ort kann mit Strom versorgt werden. Das ist ja schön.
Ja, gut. Wo setzen wir dann also Punkte hin? Muss man überlegen. Wir brauchen hier Strom. Das heißt, zwei Punkte entfernt. Setzen wir mal hier hin. Dann setzen wir mal hier einen hin. Und hier. Ich bin ein gottverdammtes Genie. Und jetzt guckt euch bitte an, wie verdammt groß diese unterirdische Anlage ist. Ja, schon allein die Höhle. Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Ja, die Höhle, in die das hier reingehämmert worden ist. Das ist gigantisch hier. Ich dachte, hier kommt ein Leech-Zombie. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Dann fahren wir mal abwärts. Ich höre Zombies, ich höre Zombies. Ich habe keine Muni. Das ist schon irgendwie doof gelaufen. Rebecca, da kommt ein Rebecca. Das geht doch. Das sind Gott sei Dank nur die stinknormalen Zombies. Steht er wieder auf? Natürlich! Und pauz! Oh! So, da kommt. Okay, es sind noch mindestens. Zwei. Oh, der ist relativ schnell zu Fuß da. Nein! Hui. Steht der wieder auf? Nee. Okay. Aber das mit der Munition, das ärgert mich richtig. Nee, das ärgert mich sogar zu sehr. Ich hole die jetzt schnell. Bevor wir hier weitermachen. Tut mir leid, Leute. Das muss jetzt sein. Ich dachte, ich hätte die eingesammelt. Habe ich die da weggeschmissen? War ich so doof? Das muss ja in dem Speicherraum da gewesen sein. Wo wir auch die Schrotflinte geschmissen haben, oder? Wo sollte das denn sonst sein? Ich habe das Gefühl, in dieser Folge machen wir ständig nur Backtracking. Haben wir überhaupt schon groß irgendwie was erreicht? Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Über Ebene 2, ne? Dann fahren wir über Ebene 2. Was soll's? Stöhn. Seufz. Och, Mann, oh, das ist jetzt... Wird Zeit, dass wir Billy wiederfinden, dass wir wieder ein bisschen mehr Inventarplätze haben. So ist das einfach nur... So, Hauptsache, die Hunter respawnen nicht hier. Sowas wäre nämlich fies. Ich finde, respawnende Gegner finde ich immer doof. Man sollte schon die Option haben, wenn man die nötigen Ressourcen investiert, dass man so Räume dann auch frei räumen kann, dass da keine Gefahr mehr droht. Weil sonst welchen Sinn macht es überhaupt zu bleiben und zu kämpfen? Wenn die Gegner ständig respawnen, das kann man in... Ab und zu kann man das mal in ein, zwei Räumen machen, aber nicht auf Dauer. Vor allem nicht mit begrenzten Ressourcen. Ja, in so Spielen, wo man unendlich Munition hat oder sowas wie Super Mario, wo man dem Gegner auf den Kopf hüpft, da kann man das noch machen. Aber in so einem Spiel wie Resident Evil mit begrenzten Ressourcen, da finde ich sowas einfach nur gemein. So, wo muss ich denn jetzt hier ungefähr gucken? Genau da, wo ich stehe. Das trifft sich gut. Dann beuge ich mich einfach mal runter. So. Und so sieht das schon besser aus mit 222 Schuss.
fühle ich mich den Zombie-Horden dann doch wesentlich eher gewachsen. Und der Trip, der hat jetzt auch nur, ja was, 4 Minuten oder so gebraucht. Wir sind ja gleich schon wieder da. Wie gesagt, ich will meine größeren Waffen nicht für Zombies verschwenden, die brauchen wir für die größeren Gegner. Und vor allem müssen wir ja auch beide Charaktere für den Bosskampf mit vernünftigen Waffen ausstatten. Also einer halt mit Granatwerfer und einer mit Magnum dann. Und vielleicht bei einem von beiden als Backup dann die Schrotflinte. Und dann sind wir schon da beim Aufzug. Jetzt runter auf Ebene 4. Und dann klappt das schon. Ich kann die Gelegenheit nutzen, um mich mal kurz ein bisschen zu strecken. So. Ah. Fühlt man sich gleich wieder viel belebter. Ja, ich weiß. Im Moment ist nur ein bisschen schnarchig hier. Passiert nicht wirklich was. Story of my life. Und diese Ladebildschirme, früher fand ich die cool, aber inzwischen nerven die einfach nur noch. Ich weiß, dass ihr das Ganze auch sofort laden könnt hier. Ich mag ja zu Zeiten der PSX, mögen diese Bildschirme noch Sinn gemacht haben, aber inzwischen... ist doch alles nur Schikane. Das Spiel mobbt mich. Warum das jetzt unbedingt eine extra eigene Sequenz sein muss, die hier geladen wird, verstehe ich zwar nicht, aber na gut. So, was haben wir hier? Flaschen. Wenn wir Platz hatten, können wir uns Molotows bauen, aber die 9, die wir noch haben, müssten eigentlich für den Rest des Spiels reichen. Wir können die ja trotzdem auf der Karte markieren. Das Gemeine an Resident Evil Zero ist auch so eine Anfängerfalle. Der letzte Boss, der kommt völlig ohne jede Vorwarnung und auch ohne Speicherraum irgendwo in der Nähe. Da muss man im Vorfeld wissen, dass der Boss da ist. Dass man sich darauf einstellen kann, dass man vielleicht vorher nochmal speichern geht. Weil hinterher ist nicht mehr mit Speichern. Meine ich. Das heißt doch, nach dem Boss ist nochmal ein... oder? Egal, hier ist auf jeden Fall ein Leech-Zombie. Aua. Hau. Nein! Nein! Oh, Rebecca! Jetzt schmeiß das Scheißding da! Und noch eins, komm! Nein! Oh, da muss ich gleich schon wieder komplett heilen hier. Gut, dass wir eine komplette Heilung hier direkt vor der Tür haben. Und das müsste der letzte Leech-Zombie gewesen sein. In diesem Spiel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber zu 90%, dass das der letzte war. Maximal der vorletzte. Aber der hat uns nochmal ordentlich reingeknüppelt. Danke dafür. Mann, Mann, Mann. Diese Viecher, die sind wirklich nicht einfach. Also wenn man sich denen zum Kampf stellt, sind die nicht ohne. Vorbeilaufen ist ein bisschen einfacher. Zumindest bei der ersten Runde, wenn sie sich noch verwandeln. Aber in der ersten Runde, wenn sie sich verwandeln, sind sie allgemein nicht sonderlich gefährlich. Da kann man sie auch mit den Molotows gut ausschalten. Und wieder zurück. Ich hoffe, dass mit der Audioaufnahme diesmal alles klappt hier. In der Skyrim-Aufnahme musste ich ja einiges nachvertonen. Weil mir da plötzlich die Platte voll war und dann einfach nichts mehr aufgenommen hat. Also beziehungsweise ich bin froh, dass
Fraps da die Priorität gekriegt hat und hier müsste zu sein. Und die Videoaufnahme weiterlief und er dann halt meinen Audiokommentar nicht mehr aufgenommen hat. Ein rechteckiges Loch, wir wissen, was da reinkommt. Das hat nämlich noch gefehlt in diesem Spiel. Auch so ein Resident Evil Staple. Aber es ist trotzdem immer doof, wenn man irgendwas nochmal nachvertonen muss. Weil dann ist die ganze Spontanität definitiv weg. Hallo?